Hallo und guten Abend aus dem Abend Sonne in Berlin zur Startnummer 49. Hallo André, guten Abend. Hallo André, guten Abend. Aus Spanien. André. Guten Abend. Ich muss erst mal gucken hier. Ich höre hier ja nichts. Fällt mir gerade auf. Ja, echt? Also ich habe schon guten Abend gesagt. Ah, Jeans hat ein Delay wahrscheinlich auf seiner Spur. Mit langer Verzögerungszeit. Ja, yeah, also, Podcast, Leute. Genau, krasses Ding. Endlich mal wieder. Mensch, eine ganze Woche vergangen und kein Podcast gemacht. Was ist denn hier los? Ja, krasses Ding. Ja, ja. Und, ja, was und macht er so? Ja. Hängt er auf dem Balkon rum? Ich habe gar keinen Balkon. Nee, stimmt. Du hast draußen einen kompletten Balkon, ja, das Land als Balkon. Genau. So Bäume. Ja, aber, ja, erzähl, ja. Jeans. Es ist schon heiß bei dir, oder? Bestimmt wie Sau, oder? Ja, erzähl mal. Ja, schön warm. Auf jeden Fall. Kann man sich nicht beschweren. Ist ziemlich doll Sommer. Ich glaube, ich habe mir heute auch schon, weil ich das irgendwie nicht so richtig gemerkt habe, voll den Sonnenbrand geholt irgendwie. Ich habe nicht gemerkt, dass die ganze Zeit die Sonne auf den Arm scheint. Ja, erzähl. Weißt du, was ich mich die ganze Zeit frage, Sven? Wo wohnst du da eigentlich genau in Spanien? Und was möchtest du mit deinen Texten eigentlich ausdrücken? Oh, ja, schon mal dabei sind. Geht ja wieder gut los. Gute Fragen, ja. Genau, Breaking the Ice heißt es. Ja. Nee, aber erzähl doch mal, Jeans, was machst du? Wie sieht's aus? Ja, hier ist auch warm. Schön. Krasses Ding. So, ich hänge draußen im Garten rum und verbrenne mich. Weil es wieder brennt draußen auf der Straße oder weil einfach schönes Wetter ist? Nee, weil schönes Wetter ist. Wissen wir ja in Konnewitz, wissen wir es ja nie. Ja, nee, bei schönem Wetter haben die auch keinen Bock auf Randale. Da sitzen die vom Späti rum und saufen Bier. Ja, und warme Sterni. Und zwar alle, die sich vorher bekriegt haben. Ja, dann lassen wir das Thema mal lieber. Wegen schönem Wetter und so. Schön. Ja, super. Ja, das fetzt. Eigentlich wollte ich in den dunklen Keller gehen, ein bisschen üben, aber ich habe es verschoben. Erstmal. Soll ja irgendwann nochmal regnen. Ist ja auch noch ein bisschen Zeit, ne? Ja. Bis zum Gig. Ja, ich konnte es noch nicht verschieben. Ich habe ja Donnerstag die erste Probe schon mit Norman. Ja, deswegen habe ich heute schon mal dran gesessen. Mhm. Aber ging erstaunlich gut. Ich konnte mich erstaunlicherweise noch dran erinnern. Ja, das ist auch mein Konzept, wenn ich ehrlich bin. Zu hoffen, sich dran zu erinnern. Mich erstaunlicherweise noch daran zu erinnern. Ja. Wir setzen jede unsere Hoffnung in Muskelgedächtnis. Ja. Ganz genau, ja. Das mag jetzt vielleicht auf viele Leute ganz schön merkwürdig wirken, wa? Also ich glaube nicht, dass ihr werdet ein tolles Konzert hören, auf jeden Fall. Das ist nur für und uns. Wenn es vom Band kommt. Wenn wir das vor 2 Jahren abspielen. Ja, aber wir haben das vor 2 Jahren ja nicht aufgezeichnet. Nee, vor einem Jahr war das auch. Ach Mist, da muss ich ja doch noch. Ja. Ja, na klar. Bisher hat es doch immer geklappt. Es geht irgendwie immer. Ja. Ja, ich denke mir nur immer so, wenn die Leute jetzt hören, irgendwie, mein Gott, die sind aber entspannt, ohne das alle zu können. Nee, wir können das schon. Ja. Wenn es drauf ankommt. Und jetzt ist ja auch alles wieder cool mit dem bösen C und so. Jetzt gibt es also keine Ausreden mehr, keine Tickets zu kaufen. Das stimmt. Oder? Ja, genau. Leute. Für München gibt es übrigens nur noch ganz wenig. Also Leute, haltet euch ran, genau, haltet euch ran. Genau. Ja, Friedrichshafen. Friedrichshafen ist aber auch geil. Ist so am Bodensee nicht und so. Genau, ja, genau. Kann man auch chillen. Ja, also. Macht mal. Genau. Ich freue mich auch schon echt drauf. Das wird bestimmt total super. Ja, ist doch gar nicht mehr so lange hin, ne? Nee. Nicht mal mehr einen Monat, wa? Nee. Ja. Ah, scheiße, bin ich schon wieder aufgeregt. Ja, und zu Recht, wenn du noch nicht geübt hast, wäre ich auch aufgeregt jetzt an deiner Stelle. Trinkt ihr irgendwas? Ja, ich trinke wieder nur Bier. Stange, Potsdamer Stange. Potsdamer Stange, ja. Fantastisch. Ist okay, hast du viel Stammbier von, geworden. Ja. Eine ganze Stange. Regional, man muss ja regional unterstützen. Ja, ja. Und schmeckt gut. Ja. Ja, ich unterstütze das lokale Bier in Jever. Ah. Ist ja auch lokal dort. Ach so, ja, dort, klar. Ja. Ich habe wieder Cuba Libre ohne, also quasi. Ohne Libre. Ohne Libre und ohne Cuba. Nein, doch mit Cuba, ja. Mit Cuba ohne Libre. Alkoholfreier Cuba Libre mit Eis. Cuba Libre ohne Eis. Genau. Nein, alkoholfreier Cuba Libre ohne Eis. Ich habe mir tatsächlich gerade so Eis zerbröselt irgendwie. Also, ja, genau. Ist auch ein Limettenschnitz? Nee, habe ich nicht. So weiter. Limettenschnitz ist geil. Das schreit ja schon wieder nach einem Bandnamen. Ja, Limettenschnitz. Gute Punkband. Genau. Die Limettenschnitze. Ja. So, na dann. Sind wir wieder blöd. Es ist Wahnsinn, oder? Aber das ist wegen der Werbe. Ah, deswegen.
Mein Gott, schon lange warm. Das Hirn wieder auf manuellen Modus umgeschaltet. Ja, weg. Autopilot. Ja, genau. Ich würde gerade sagen, eher auf Autopilot. Ja, oder so. Wollen wir ein paar Fragen mal? Ja, nützt checken? Ja nicht. Die erste, die genau. ist gleich für dich, weil du so ein perfektes Englisch sprichst. Ach, das machen Sven. Wir trotzdem auf Deutsch. Da bitten wir einfach die Anja, das zu übersetzen, oder? Würde ich mal sagen. Oh, oder? Dann müssen wir nicht. Okay. Also, Justin hat gefragt, ob wir irgendwann mal wieder zurück in die USA kommen auf eine Tour. Der hat uns damals in Detroit gesehen, in 2017. Und ja, wir arbeiten dran. Also wir arbeiten tatsächlich gerade an einer USA-Tour für 2022 und hoffen mal, dass es dann klappt. Und dann sind wir sicherlich auch wieder in Detroit. Also das wird so eine relativ lange und umfangreiche Geschichte, aber das ist halt bis jetzt ist da noch nicht so viel. Also steht noch nicht so viel, aber wird dran gearbeitet auf jeden Fall. Ne, Justin? Yeah! Genau. Leute, krasses Ding. Ja, wir müssen ja irgendwann mal unsere Welttournee starten zum neuen Album, was dann schon lange gar nicht mehr neu ist. Das stimmt. Hilft ja alles nicht. Irgendwie, irgendwann muss unser internationaler Durchbruch. Ja, so ein paar Abstecher nach Südamerika machen, dann ist es schon wenigstens eine halbe Welttournee. Stimmt, ja. Genau. Eine Halbwelttournee. Ja, Nina hat aktuelle Fragen, Sven. Erzähl doch mal, gibt es Neuigkeiten zum Streaming-Konzert? Erstens, das Allerwichtigste, ist es weiterhin geplant? Ja, Fragezeichen. Es ist weiterhin geplant. Das wird auch stattfinden. Das Problem ist, ich weiß nicht so genau, wann die Info veröffentlicht wird. weil da wird jetzt gerade sind wir in der Phase, wo der ganze Ticketvorverkauf und der ganze Kram irgendwie vorbereitet wird, ganz intensiv. Und das wird so in den nächsten Tagen oder vielleicht ist es doch schon, wenn der Podcast rauskommt, ist es vielleicht dann auch schon klar. Schnee von gestern. Ja, das weiß ich jetzt halt alles gerade nicht so genau. Also das ist die Plan, wird stattfinden im August. Und das wird ganz schön aufwendig und ganz schön groß und das wird vor allen Dingen komplett live sein. Und dazu erzählen wir dann wahrscheinlich einfach im nächsten Podcast ein bisschen mehr. Irgendwie. Genau. Weil ich denke mal, bis dahin wird das alles in Sack und Tüten sein. Sagt dann man können so? Wir auch sagen, wann dann, ne? Genau. Das wollen ja die Leute auch wissen. Tun wir uns ja auch immer ein bisschen mit schwer. Egal. Wenn die Anreise, fällt ja weg. Das ist ja nur ein Klick entfernt, aber trotzdem wird ja. Also ja, für alle, außer für schön uns. Schön welchen. Welchen ja, Wochentag stimmt, man ja sich dann nicht freien. Nicht, dass ich auch aus Versehen zu Hause bleibe, mich wunder. Schön am Rechner sitzen. So live zugeschaltet. Ja, warum da der Beat fehlt die ganze Zeit. Ja, genau. Beatboxen. Das war übelst bescheuert. Ja, nee, das mache ich nicht. Nee, das machst du mal besser nicht. Das ist eine scheiß Idee, André, wirklich. Ja, also ja, wird stattfinden. Ach genau, das, ob wir was zu den Rahmenbedingungen der angekündigten Konzerte, die jetzt kommen, also ja. Friedrichshafen und München, denke ich mal, wissen, Hygiene, Tests etc. pp. Ja, wissen wir alle noch nicht. Ich glaube, das wird halt. Weil uns zu fragen, oder? Ich meine, Nina, ja, du kennst es doch nicht ein bisschen. Echt? Sehr optimistisch. Ja, aber trotzdem, das ist für uns jetzt momentan wirklich sehr schwierig, irgendwas dazu zu sagen, weil ich glaube, momentan wissen die Clubs noch nicht mal selber, weil das ist natürlich in der Situation ein bisschen schwierig einzuschätzen, ne? Wenn die Zahlen wieder steigen sollten, dann genau. Also ich glaube, wenn das alle diese Entwicklung weiternimmt, die es gerade nimmt, dann wird das alles schön, dann wird das ungefähr so sein wie letztes Jahr, dass die Leute zwar einen zugewiesenen Platz haben, aber an dem auch aufstehen dürfen und ein bisschen tanzen, aber eben so. Ob es eine Testpflicht gibt oder nicht, keine Ahnung, das wissen wir alles nicht. Ich bin mir aber sicher, da wir ja nicht das einzigste Konzert sind, was in den Locations stattfindet, dass die eine gute, jeweils eine gute und für jeden machbare Regelung finden, selbst wenn es da eine Testpflicht geben sollte, werden die das gut organisieren können, denke ich mal. Das sind alle Profis, die das machen. Das sind jetzt also keine Leute, die sich ausgedacht haben. Ja, keine Musiker. Fachleute mit Fachverstand. Die sich mal schnell überlegt haben, hey, lass uns mal ein Konzert veranstalten und von nichts eine Ahnung haben. Irgendwie. Also das, ich glaube, da muss man sich keine Sorgen machen. Das wird dann schon alles so laufen, so gut laufen, wie es halt laufen kann zur Zeit. Genau. Ja. Genau. Und dann fand Nina den neuen Churches-Song mit Robert Smith. Da haben wir ihn wieder mal genannt. Mit wem? Robert Smith. Ja. Der heißt How Not to Drown. Habt ihr euch den mal angehört?
Nee. Nein, echt. Aber ich freue mich sehr aufs neue Album tatsächlich von Robert Churches. Nicht von Churches. Ich hab's allerdings finde ich ja. Achso, Entschuldigung, ja, ich habe es mir gerade kurz vor, bevor wir hier angefangen haben, mal schnell angehört und der ist super, der ist echt schön. Also ja, echt, ja, 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 finde ich gut. Ja, macht auf jeden Fall Spaß. Ich finde ja immer so Features mit ihm, die einzigen, die ich kenne, fand ich immer ein bisschen komisch. Da hat das immer so gewirkt wie, naja, jetzt hat er halt Robert Smith mitgemacht. Echt, ja, ich finde eigentlich echt gut. Also, ne? Ja. Na gut, ich habe allerdings, mir fällt gerade nur eins ein, wenn ich ehrlich bin, das mit Blink 182, das ist irgendwie ganz schön sinnlos. Das kenne ich noch nicht mal. Nein, ja, aber scheiße, jetzt fällt mir natürlich gerade nicht Not in Love. Das ist doch großartig. Ach so, stimmt, ja, meine stimmt, Fresse. Ja, stimmt, da Crystal hast du ja recht, Castles ja. Oder so heißen die so, ja. Wahnsinnig, stimmt. Wahnsinnig toll. Irgendwie. Stimmt, da hast du recht, ja. Und der hat auch und alles, was er mit The Cure gemacht hat, alles, oder? Was er mit The Cure gemacht hat, ist auch ziemlich geil, genau. Also ist auf jeden Fall gut, kann man sich auf jeden Fall anhören. Schöner Song, also gerade auch, wenn man Churches mag. Die sind ja ich auch bin ja so ein, nicht schlecht. Ich bin der übelst oldschool, als das losging mit dem ganzen Streaming und noch vorher mit dem Downloaden und so. Ich fand das ja immer übelst cool, eine Schallplatte zu kaufen, gerade bei einem Künstler, wo ich mich drauf freue. Mhm. Und die, ohne dass ich vorher was gehört habe, mir anzuhören, wenn sie erst draußen ist. Und ja. Deswegen mache ich das immer nicht so mit vorher Singles und so. Da bin ich echt voll bescheuert eigentlich, aber ich werde mir auch da wieder warten, bis die Platte rauskommt und dann, spätestens dann höre ich auch mal den Song. Okay, na dann. Ja. Voll also. Blöd, aber so ist es halt, ja. Ja, und dann ist es nachher so wie damals bei ach so, nee, stimmt ja nicht. Nee, ich erzähl gerade Blödsinn. Egal. Ich hätte beinahe Blödsinn erzählt. Also lass ich's lieber. Und erzähl mal. Blödsinn. Beinahe Leute gedisst und. Nein. Nee, ich dachte, ich hätte gerade fast gesagt, dann ist es so wie bei Without You I'm Nothing mit Placebo und dann ist David Bowie ja nicht auf dem Song, aber das stimmt ja gar nicht, weil auf dem Album ist ja David Bowie mit dabei, ne? Nur auf der Single-Version ist er nicht mit dabei, oder? Irgendwie so ein Quatsch war das doch irgendwie. Ah, das war ganz merkwürdig irgendwie. Und dann hast du nämlich den Salat irgendwie. Nachher ist der Churches-Song auf dem Album ja nicht mit Robert Smith. Kann sein. Dann kann ich ihn ja immer noch anhören. Der wird ja nicht mit Erscheinen des Albums gelöscht werden, wer hoffe ich mal. Für immer und ewig. Ja, schön. So, wenn mein Vater aus Versehen zu YouTube kommt, kann es passieren, dass der aus Versehen dann YouTube löscht. Aus Versehen das Internet gelöscht. Ja. Heute hatten wir 2 Stunden lang kein Internet, weil er sagte, er kann die Steckdose auch selbst installieren. Ja. Nein. Er ist zwar Elektriker, aber ein 88-jähriger Elektriker. Ja, mein Gott. Ja. Aber ihr habt jetzt wieder Internet, wie wir gerade. Jetzt haben wir wieder Internet und Strom. Ja, sehr gut. Das ist nicht schlecht. Nina hat noch ganz viele Ideen geschickt, um unseren Podcast ein bisschen aufzulockern. Allerdings müssen wir uns erstmal eingehend damit beschäftigen, um das überhaupt zu verstehen, oder? Also ich bin erstmal gescheitert beim ersten Überfliegen, aber wir schaffen das, Nina. Naja, genau. Bestimmt. Wir sollen den auflockern, sind wir zu verkrampft? Nee, also vielleicht habe ich mich auch blöd ausgedrückt, aber quasi so statt oder zusätzlich zu Ohrenbluten, so Sachen, die wir machen können. Ja, so, ja, genau. Nasenbluten machen. Genau. Aber. Genau, mit für dumme Musiker komplizierten Spielregeln, sagen wir es mal so. Genau. Für jetzt die Regel Parfümkritiken rein. Vielleicht musst du uns sowas demnächst in leicht verständlicher Sprache schicken. Am besten das doch, oder? Genau. Piktogramme wären schön. Genau, Piktogramme wären geil. Erklär uns mal die neue Rubrik in Piktogramm, bitte. Dass auch wir das raffen. Ja, gute Idee. Sind wir wieder blöd. Gute Idee. Ja, genau. Ansonsten kamen noch sehr viele nette Mails und Grüße und Reaktionen auf alle, die wir hier so erwähnt haben. Genau. Svenja spricht sich. Svenja, das wissen wir jetzt auch. Genau. Schön, Glück gehabt. Und Stefan ist uns auch nicht sauer, dass wir das mit dem Eurovision Song Contest nicht besser nicht machen. Alles gut. Sehr gut. Und für alle Leute, die noch kein Laufshirt haben, ich hab's ja jetzt mittlerweile. Wie lange habe ich es jetzt? 2 Wochen irgendwie? Habe ich es jetzt seit der letzten Probe? Mhm. Habe ich es jetzt getestet? Ist wirklich super. Also die Nähte scheuern nicht. Er hat einen guten Flüssigkeitstransport. Man ist halt nicht nass innen. Das ist ja auch ein Sinn der Sache. Also kann ich nur empfehlen. Cool. Okay. Ich bin noch nicht so weit gelaufen dazu gekommen. Ich habe schon mal gewaschen immerhin. Ja, das habe ich auch schon. Gewaschen habe ich auch schon. Natürlich. Ja, genau. Ja. Jetzt brauche ich aber irgendwie noch eine andere Hose. Aber egal. Ich brauche einfach vor allen Dingen eine Ausrede. Nee, aber ich fange jetzt auch wieder an. Vielleicht heute nicht. Heute trinke ich ja schon. Warst du mit dem Hund heute schon draußen? Ja, mit dem Hund bin ich immer mal draußen. Also ja, das ist doch auch Sport. Täglich mehrfach. Ist auch,
Ja, das ist jetzt nicht so Sport. Ja. Also für den Hund schon, aber naja, egal. Verena hört nämlich den Podcast in der Badewanne. Und sie meinte, für die Rubrik Jeans entdeckt, es gibt vegane Haribo-Gummibärchen in sauer. Das finde ich eigentlich, ja, krass. Magst du saure Gummibärchen eigentlich? Ja, doch. Ja? Ich glaube, ich habe die tatsächlich jetzt sogar da. Ja, irgendwie seit neuestem. Genau. Cool. Wir hängen natürlich mit dem Dokument hier. Das ist wirklich lange her, ja. Das stimmt. Genau, aber trotzdem vielen Dank. Genau. Köstlich, sage ich da nur. Genau, genau. Jetzt wird's eklig. Die Ina schlägt was ganz Ekliges vor, zumindest denke ich das. Ja. Also alles, was ich mit Lupinen bisher hatte, fand ich sehr unköstlich. Ja. Habt ihr schon mal Lupinentrink und Lupinengedöns? Nee. Joghurt hatte ich und das war von Rewe und das war einfach nur süß. Ich weiß nicht, wie da der Lupinenanteil war, aber geschmeckt hat's nicht, nee. Also wenn ich mich nicht komplett täusche, hatte ich mal, kann das sein, Lupinenschnitzel oder so? Mhm. Bestimmt, ja? Gibt alles aus Lupinen, ja. Okay. Dann fand ich das gar nicht so schlecht, glaube ich. Das habe ich zumindest positiv abgespeichert. Aber als Milchersatz, das stelle ich mir komisch vor. Hattet ihr das schon mal? Ich hatte letztens erst wieder was mit Lupine, aber ich weiß nicht was, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber es war wieder nicht köstlich. Ich glaube, ich bin durch mit dem Thema Lupine. Aber trotzdem danke für den Hinweis. Kann ja auch die Lupine nichts dafür. Ich muss mal sagen, ich habe vor ein paar Tagen die absolut perfekten veganen Königsberger Klopse gemacht. Das erste Mal richtig gut gelungen. Und zwar Rezept drüber schieben. Ja, los. Weil das war früher so eins mit meiner Lieblingsessen irgendwie. Und das ist mir gelungen mit so Burgern quasi. Mit so Erbsprotein-Burgern. Diese Queen Force oder Queen irgendwas, wie die heißen? Nee. Naja, ich weiß nicht. Nee, das sind hier welche, die es hier im Supermarkt gibt von so einer spanischen Kette. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ich glaube, da kannst du auch diese, was es so gibt halt, die leckeren Burger irgendwie vegan. Beyond Meat? Das funktioniert, ja genau, sowas zum Beispiel. Das funktioniert total super irgendwie. Also schicke ich gerne mal Rezept rum. Ich habe hier auch zwei Rezepte für Königsberger Klopse am Kühlschrank hängen, aber da ist schon die Zutatenliste so lang und es stehen mindestens zwei Sachen drauf, die ich gar nicht kenne. Also ich das schreckt mich dann immer ein bisschen ab. Ist der einzige Haken dabei ist, dass es mit Fleisch machen muss. Ja, genau. Nee, ich hab das immer mal so mit Tofu und so probiert und das wurde irgendwie nie lecker. Das wurde irgendwie immer, das war irgendwie immer eklig und eine blöde Konsistenz und irgendwie nicht cool. Aber mit diesen Burgern, die sind total gut und die zerfallen und nicht. Perfekt. Das muss ich gleich mal an Franzi weiterleiten. Franzi, du hörst ja jetzt bestimmt den Podcast am Freitag. Ja? Bitte mal mit Sven kurz schließen. Ja, wir wollen Königsberg. Genau, und dann packst du mal dem André bitte am 1. Juli eine Dose voll ein, bitte davon. Ja. Dass er die nach Leipzig mitbringt. Du meinst, die hält bis Leipzig. Dann packst du zwei Dosen ein oder eine versteckste und ich sag's mir, wo du sie versteckt hast, in Andres Reisegepäck. Sehr gut. Ja? Ja, wenn ich der Podcast erreicht, eine ganz neue Ebene. Ja, Wahnsinn, oder? Eine genau. Meta-Ebene sozusagen. Ja, total crazy. Ja. Wir schieben es schon wieder vor uns her. Nein, jetzt mal. Eine kommen wir. Dann haben wir die Seite. Eine noch. Dann okay. Ist die Seite mal abgehakt. Birgit, nämlich, arbeitet in einem Krankenhaus in Carlisle und sterilisiert und desinfiziert dort medizinische Instrumente und hört dabei unseren Podcast. Das ist doch toll. Oh, krass. Oder? Wahnsinn. Ja. Jetzt da wirklich Leute, die nichts anderes machen, als die medizinischen Instrumente sterilisieren? Das ist ja krass. Da sollte oder? Sich das deutsche Gesundheitssystem mal eine Scheibe abschneiden. Leute, die wieso machen die das aufpassen. Nicht? Ich glaube, geh mal kurz mit einem feuchten Lappen drüber und gut ist. Ich habe auch immer so den einen oder anderen Mathe. Febreze über Tablett, fertig. Genau. Ja. Ist doch aber, ich find's ja gut, wenn da jemand ohne Auge drauf hat, dass das alles steril und desinfiziert ist. Also ich denke auch, das kann nicht von Nachteil sein. Nö, das hat bestimmt Vorteile. Also, liebe Birgit, schön. Weiter so. Ja, weiter so, genau. Ja. Auf jeden Fall. Moment, die nächste Frage, das habe ich mich auch schon immer gefragt, von Maike. Die fragt sich, wozu die kleinen eingenähten Löcher in unseren Jacken dienen, die wir verkaufen halt, die Enjoy Dystopia Jacken. Ich habe die auch schon festgestellt, aber ich weiß nicht, wozu das da ist. Wisst das irgendjemand? Wofür da kommt das Kabel für einen Kopfhörer durch. Das Kabel für einen Kopfhörer? Da kannst du ein Kabel durchstecken, in der Jacke durchführen und dann, dass du nicht das Kabel irgendwo rumhängt und rumbaumelt. Das ist ja genial.
Echt, dafür ist was das? Für Jacken redet denn ihr eigentlich? Na, Kapuzenjacken oder schwarze? Ja, unsere Kapuzenjacken, ja. So schwarze. Habt ihr schon mal gesehen? Von den schwarzen, genau. Also wir haben ja jetzt schon ziemlich lange dieselben Jacken, nur immer mit unterschiedlichen Motiven, weil die Jacken einfach toll sind. Das ist immer schlimm, dass da immer gleich Löcher drin sind am Werk. Ja, aber schön so abgenäht, wisst ihr? Ja, ja. Das beruhigt mich jetzt. Haben wir das auch geklärt, wa? Ja, endlich. Wieder ruhig schlafen. Ach, freut mich. Gut, na dann müssen wir jetzt mal loslegen, wa, mit unserem Ohrenbluten. Ja, ich bin ganz gespannt, was André sagt. Ja. Achso, ich fange ja an, wa? Ich fange ja an. Erzähl mal, André. Auch. Ich habe ja Platz 4 heute erwischt. Das ist Moby mit Reprise. Mhm. Und da habe ich ja vorher, ich habe das Album erst ziemlich kurz vor dem Podcast gehört und hatte jetzt keine großen Erwartungen in das Ding und wurde aber positiv überrascht, muss ich sagen. Also das sind so, also das sind keine neuen Songs, er hat sozusagen Songs aus seiner Laufbahn. Er hat ja viele, viele Hits gehabt, die man auch kennt, habe ich festgestellt, weil er kannte eigentlich nur ihn. Aber vom Namen her meinst du? Ja, nee, auch so richtig als Song. Why Does My Heart Feel So Sad, hieß der, glaube ich. Mhm. Den kannte ich. Und der hat die jetzt nochmal neu aufgearbeitet und hat die in mit Orchester arrangiert und mit Akustikgitarren und mit Gastsängern und so. Und es ist ziemlich pathetisch. Okay. Und das geht manchmal so in die Hans Zimmer Filmmusikrichtung. Ziemlich bombastisch und so. Mhm. Aber ich stehe ja ein bisschen auf sowas, wenn ich ehrlich bin. Und so eine Schmachtballaden, die ruhig so ein Hauch ins Kitsch hier abdriften können, mag ich ja auch. Okay. Und deswegen, wie gesagt, ich wollte das Album eigentlich ja nicht mögen, weil auf dem Cover steht der schon so drauf mit so einer verbissenen Miene. Der ist ja irgendwie, der kommt mir immer so ein bisschen verklemmt rüber. Verbissen. Da dachte ich schon, na komm. Ha? Echt, hör kurz drüber und verreiß dich, naja, mein Freundchen. Ha? Aber nee, ich muss sagen, ich war echt positiv überrascht. Also von so zwei Ausnahmen, wo dann so ein bisschen ins Bossa Nova ähnliche spielte, die halt dann weiter es gibt. Aber den Rest fand ich wirklich gut. Mhm. Und eine Nummer war ein bisschen strange. Das hat, also ich habe jetzt nicht die Namen so direkt parat, weil wie gesagt, ich habe die Hausaufgaben erst recht kurz vorher erledigt. Und da sind da so zwei Country-Sänger ruf mit so relativ tiefen Stimmen und auch ziemlich alte Männer, wie man hört. Und die haben manchmal im Duett gesungen und lagen nicht so ganz aufeinander mit ihren Spuren. Und das hat er einfach so gelassen und das gibt einen ganz seltsamen Effekt. Also irgendwie strange, aber echt cool. Also, also wer Moby mag und wer mal was Neues kennenlernen will, der kann da ruhig mal reinhören. Das kostet ja nichts bei YouTube. Kann man da durchaus mal reinhören. Und ich bin wirklich am überlegen, ob ich mir das runterlade, weil das ist für unterwegs echt coole Musik, so. Okay. Und eine ziemlich coole Version von Heroes ist da drauf. Ah. Okay, von Bowie. Die sungen von einer Frau. Und ich weiß aber nicht, wie die hieß. Also das könnte er dann da lesen. Ich könnte jetzt übelst dienen mit Infos, wenn ich die Biografie, die ich bei mir stehen habe, gelesen hätte. Dann reicht also, das irgendwann nach. Ja, ja. Was ich auf jeden Fall lustig finde, dass er wirklich Moby heißt, weil irgendein Ur-Ur-Urgroß irgendwas Moby Dick verfasst hat. Ach echt? Tatsächlich? Ja. Echt? Das ist, wie hieß er gleich? Ich glaube, der hat doch so einen gewissen Punk-Background, weil ich habe bei MTV mal ganz kurz einen Konzertausschnitt gesehen, da steht er in voller Bandbesetzung da mit Gitarre um Hals und covert eine Chicagoer Punk-Band, Pack Boys, bis ich noch dachte, hä, was ist denn hier los? Okay. Ja, genau, ich lese mal die Biografie, aber ich lese gerade eine andere. Lies doch nochmal vor, schnell, werden. Kurz. Ja. Aber gut, ich denke mal, Moby, das werden die meisten von euch eh kennen und wer nicht, der kann sich das ja mal schnell bei Wikipedia durchlesen. Ja. Aber wie gesagt, auf den Punkt gebracht, ich war von dem Album positiv überrascht, ein bisschen schnulzig, ein bisschen überladen von den Streichern her und so, aber mir hat sie gefallen und ich würde da mal eine Hörempfehlung aussprechen und dafür auch 3,5 Punkte verheben. Blutende Ohren, Entschuldigung. Ja, fantastisch. Krasses Ding. Das war nicht schlecht. Cool. Ja, muss man direkt mal rinhören, wa? So was. Was liest du denn gerade für eine Biografie, Jeans? Gerade eben lese ich die von Bad Religion. Okay. Ja, da hatte ich irgendwie Bock drauf. Ja. So Sommer, so ein schönes Sommerbuch, weil ständig geht es irgendwie um Kalifornien und Beach und bla 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 und Drogen, ja, das macht Alkohol. Ja, herrlich. Ach, ich muss noch einen ganz kleinen Nachtrag zum Moby-Album geben. Der erste Song fängt mit einer Akustikgitarre an, die ist auch relativ schön und so. Und im Hintergrund singt einer völlig
entrückt und meines Erachtens auch völlig daneben irgendwelche eine komische Linie rein, wo ich erst dachte, was ist denn das? Hat der jeder vergessen, im Studio das Mikrofon auszuschalten und der hat aus Versehen irgendwie den Produzenten aufgenommen, der schief mitgesungen hat, aber das muss anscheinend so sein. Da muss man sich drüber hören und danach wird es dann besser. Okay. Da hätte ich ja also beinahe schon ausgeschaltet. Besser bei Song 2 starten, sagst du. Besser bei Song 2 starten und den ersten dann als Reprise hören. Ah, der Wortwitz hier. Ach, herrlich. Ja, so, wunderbar. Jetzt hier. Jetzt Jeans. Ja, ich glaube, jetzt bin ich dran. Ne? Ich hatte die 2. Super. Quasi. Das ist auch wirklich hart, Leute. Ja. Aber als Leipziger konnte ich euch das jetzt nicht irgendwie zuschustern, obwohl mich auch die 1 sehr interessiert hätte. Ja. Aber deswegen interessiert mich auch, was Sven nachher dazu sagt. Ja. Aber ich hatte die 2. Ja, die Prinzen. Ja. 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 Ja, krasses Ding. Mit dem Album Krone der Schöpfung. Ich habe ja erst gedacht, die haben irgendeine Platte nochmal neu aufgelegt und ich hatte es jetzt echt nochmal in die Charts geschafft, weil ich hätte nie im Leben gedacht, dass die noch aktiv sind. Hm. Ja, doch, ich habe überall in Berlin hingen ganz viele Plakate. Genau, also mit Konzerten, genau, nee, so. Falsch gesagt. Also ich wusste, dass die noch sehr viel Konzerte spielen, aber so, ich dachte, die machen das so Sisters-mäßig quasi, ruhen sich auf ihren Lorbeeren aus und wollen gar nicht nochmal was Neues rausbringen. Hm. Deswegen war ich sehr überrascht. Also es ist wirklich ein neues Album. Hm. Und naja, also es klingt halt wie die Prinzen. Es klingt völlig aus der Zeit gefallen. So, das ist, ich finde das, also es muss ja Leute geben, die das hören, sonst wär's ja nicht auf Platz 2. Aber ist schon krass. Ja. Als hätte jemand von 1995 ins Jahr 2021 vorgespult. Wahrscheinlich klingt es ein bisschen besser. Ich hätte jetzt so einen Gegencheck machen müssen zu so einer alten Platte. Ja. Um das jetzt vergleichen zu können, ob das jetzt frischer klingt, moderner. Aber ansonsten, nee, das ist schon so mit Wortwitz und so. Also wer die Prinzen mag, aber gibt's die halt überhaupt noch? Das frage ich mich die ganze Zeit. Wer findet jetzt noch die Prinzen cool? Das ist ja schon wieder, eigentlich ist schon wieder cool, die cool ich, zu finden. Ich glaub, denke, die haben schon eine ziemlich große Fanbase, würde ich mal, schätzen müsste. Ich denke auch. Ah, okay. Ja, krass. Na, hoffentlich disse ich jetzt nicht wieder irgendwie Fans von uns. Aber es ist ja jetzt auch nicht schlimm. Also jetzt, sag mal, die Prinzen nicht gut zu finden, ist ja, glaube ich, was man durchgehen lassen kann. Ja. Ansonsten, ja, man, die kennt ja auch nur wirklich jede Sau, oder? Also das erste Mal habe ich von denen mitbekommen, da haben die noch für DT64 so 60 so Jingles eingesungen. Da hießen die, glaube ich, Herzbuben oder so. Ja. Wildecker Herzbuben. Die waren aber andere. Nee. Das fand ich da auch schon schlimm. Ja, und dann kurz nach der Wende mit neuem Namen quasi. Ja, und hier in Leipzig verfolgt einen ja diese A Cappella-Sache total, ne? Durch diesen Thomaner-Chor und es gibt dieses Festival. Und es ist wirklich überhaupt nicht meine Musik irgendwie, muss ich einfach mal sagen. Aber ich habe ein, zwei lustige Anekdoten, die ich lieber erzählen will. Und zwar, wo ich früher mal geübt habe, hat direkt unten drunter der Schlagzeuger von Prinzen geübt. Ah, okay. Und was ich cool fand, oder krass, der hat wirklich jeden Tag getrommelt. Also ich gehe mal davon aus, weil ich war natürlich nicht jeden Tag da, aber immer wenn ich da war, war er da. Ja. Und hat Musik gemacht und er hat nicht so wie ich irgendwie über Kopfhörer, sondern er hat laut Mucke laufen lassen und dazu gespielt. Und jetzt kommt das Lustige. Also ich habe ihn nie zu einem Prinzensong üben hören. Also wahrscheinlich hat er da selber keinen Bock drauf gehabt. Kann man nur mutmaßen. Ja, naja, vielleicht ist es auch eher eine Challenge, um sich stilistisch, ja, klar. Ne, irgendwie na, so. Na klar, ja. Aber ja. Es war trotzdem auffällig cool. Irgendwie. Ja. Das finde ich echt lustig. Der hat wahrscheinlich, ich habe da eine Theorie, der hat wahrscheinlich coole Musik gehört, die ihm gefällt. Und er wollte sich so lange triezen, bis er die Prinzen trommeln kann und dabei auf dem Kopfhörer aber ganz andere Mucke hören kann, damit er ein bisschen Spaß hat. Das wäre eine krasse. So wie ich live immer Hörbücher höre, das ist dann, hört er vielleicht AC/DC, während er ein Prinzenkonzert trommelt. Das ist dann das kann natürlich die hohe Schule. Ja. Das ist auf jeden Fall die hohe Schule, ja. Auf jeden Fall. Ja. Naja, ansonsten ist gerade hier Sebastian Krumbiegel ist ja in Leipzig echt allgegenwärtig und ich glaube auch wirklich, dass das ein cooler Typ ist. Der zeigt doch wirklich immer Haltung. Mhm.
Und der schafft es wirklich, also vom Bürgermeister bis zum Straßenköter-Punker irgendwie respektiert zu werden. Das muss man erst mal schaffen. Auf jeden Fall. Und das ist schon ein cooler Typ. Ich hatte auch mal mit ihm so mehr als jobmäßig zu tun als Tonfuzzi. Der macht ja auch hier so Benefit-Sachen. Und er hat hier in so einem Park irgendwie mal so 3-4 Songs irgendwie zur Bespaßung zum Besten gegeben und kam da wirklich total cool irgendwie eine halbe Stunde vorher mit dem Fahrrad rum. Okay. Hat mal kurz irgendwie alles angeklimpert, gespielt irgendwie, noch hier ein Sekt mitgenommen und hat sich dann wieder aufs Fahrrad geschwungen. Das war echt irgendwie eine surreale Begegnung. Ist halt bodenständig, offenbar. Ja. Naja, genau. Das fand ich ziemlich cool. Ja. Ansonsten, genau, jetzt zurück zum aktuellen Album. Also wie gesagt, das klingt alles total vertraut. Ich muss auch wirklich gestehen, ich habe es nicht geschafft, alle 17 Songs mit durchzuhören. 17 Songs? Dann, meine Fresse. Das war mir echt zu hart. Das war wirklich viel, oder? Also, naja, krass. Also ich habe dann immer mal, es sind auch neue neue Versionen von ihren alten Hits drauf, so alles nur geklaut, Küssen verboten, zum Beispiel Millionär. Die habe ich mir mal angehört. Ja, und? Klingt so ein bisschen aufgepeppt und es sind alles so mit Duette, ne? Und mit Gastmusikern. Kennt man die? Bei alles nur geklaut, singt dann ja Deine Freunde, das ist, glaube ich, sowas, so Kinder hören, so Kindermusik machen die. Aha. Okay. Glaube ich, was bei den Kids ganz angesagt ist. Die haben dann auch mal noch eine Strophe dazu gedichtet. Oh je. Ja, aber was ich wirklich total krass fand, bei Küssen verboten ist die Partnerin Jennifer Weist von Jennifer Rostock. Oh, also was die geritten hat, da mitzumachen, also irgendwie. Oh, da hätte ich eine Theorie, aber die sage ich jetzt nicht. Läuft nicht so, wie? Wahrscheinlich, ja. Also, aber hat jetzt irgendjemand mal irgendwas von Jennifer Rostock in den letzten 20 Jahren mal gehört? Nee, die pausieren. Ich habe extra mal gegoogelt, weil mich das total interessiert hat, ob die jetzt vielleicht eine Schlagerkarriere gestartet hat und wir haben es alle nur nicht mitgekriegt. Oder Pop oder so. Nee, die versucht sich gerade irgendwie als Moderatorin. Ach so. Okay. Und die Band ist wohl gerade nicht aktiv. Okay, ja, das ist doch schon mal eine gute Nachricht. Also, das ist doch ganz gut. egal. Ja, also, das habe ich noch nicht mehr drauf eingehen. Aber egal, ja, genau, weiter. Bevor es eh Kinder hören will, pausieren wir lieber. Ja. Hast du denn irgendwie einen tollen Anspieltipp? Gibt es irgendeinen Song, der ein bisschen raussticht oder der irgendwie besonders besonders cool oder schlecht oder besonders blöd ist oder lustig? Das wäre echt zu hart, wenn ich jetzt sagen würde, also klar ist immer mal so ein Reim dabei gewesen, hier bei dumme Ideen, wo ich es gerade so vor mir habe, wo ich denke, okay, das war jetzt mal, aber es ist wirklich so, also der Witz hält wirklich nicht mal so lange, wie man irgendwie es schafft, irgendwie den Mundwinkel zu verziehen. Okay. Dann denkt man sich schon wieder, ich will jetzt auch die Prinzen nicht so dissen, deswegen ist das scheiße, weil wie gesagt, das sind, glaube ich, auch coole Typen und so, aber klar. Es war faszinierend, dass es dieses Album gibt, das finde ich schon krass. Ich weiß jetzt auch echt nicht, wie viel blutende Ohren ich geben soll. Eins? Ich gebe ein blutendes Ohr. Aus Sympathie? Okay. Genau. Als Lokalpatriotismus. Ja, so ja, genau. Naja, dann. Na gut. Naja, irgendwie haben sie ja auch ihre Berechtigung, wenn man was. Also ja, das Leben ist grausam, kam 1991 schon raus. Krasses Ding, ne? Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist 30 Jahre. Krass. Ja, Wahnsinn. Ja, so, Nummer 1. Nummer 1, KIZ, Rap über Hass. Meine Güte, ich hätte nicht gedacht, dass ich nochmal ein Deutsch-Rap-Album mache, aber KIZ, muss ich sagen, weiß ich nicht, hatte ich das erstmal Berührung, weil unser Tonmann damals bei Serafin, der Marco, der hat zum Beispiel auch KIZ gemacht, der hat ganz viel gemacht, der hat auch so noch andere Hip-Hop-Geschichten, so Kool Savage und so Zeug gemacht und die Killerpilze. Und dann ist er noch viel berühmter geworden und hat Korn gemacht, ewig lang. Und der hat aber tatsächlich auch KIZ gemacht und darüber habe ich immer mal so ein bisschen was gehört, fand das eigentlich immer ganz lustig. Und weiß ich nicht, also das ist, weiß ich nicht, KIZ kannst du halt nicht mit dem normalen deutschen Hip-Hop-Geschmeiß irgendwie vergleichen, weil die einfach ganz andere Texte haben, ganz andere Musik machen, also tatsächlich Musik machen halt dabei. Und also wenn das deutscher Hip-Hop wäre, dann fände ich ihn gut, muss ich sagen. Und ich muss sagen, das neue Album ist wirklich cool. Also das hat mir echt richtig gut gefallen. Also was ich auch nicht gedacht hätte jetzt irgendwie so. Aber ich habe so oft lachen müssen bei den Texten, weil die wirklich teilweise wirklich super
super gut sind. Einfach, ich habe hier eine ganze Seite voll Zitaten, die kann ich gerne alle doch, los, erzähl mal, das ist... Weil ich fand auch immer, was, wenn ich was gehört habe von dem, fand ich das auch echt witzig irgendwie. Also ich habe immer nur so krass war. Ja, so einzeln Einzelzeilen irgendwie. Ich bin kein Sexist, ich ficke euch alle. Das fand ich auch lustig. ich habe ein Gesicht, das nur eine Mutter lieben kann, fand ich auch. Das ist geil. Ach, jetzt weiß ich, was mir denn ist ja. In meinem DNA-Test steht, ich bin ein Rhesusaffe, fand ich auch gut. Zum tagsüber saufen brauche ich keinen Vatertag. Das hatten wir auch schon das Thema hier. Das fand ich gut. Natürlich zahle ich Schutzgeld an die Krankenkasse. Das fand ich auch schön. das ist kein Alkohol, das ist ein Aperitif. Also das sind alles wirklich original Textzeilen aus den Songs irgendwie. Das heißt, also man hört schon, das geht nicht drum, die ganze Zeit zu erzählen, wie geil sie sind und wie, also im Gegenteil, die in jedem Song gibt es irgendeinen Seitenhieb gegen diese ganzen Leute in dieser Szene vor allen Dingen, die so wahnsinnig sexistische Sachen erzählen. Und vor allen Dingen gegen diese ganze Homophobie. Die haben ganz viele Anspielungen und das finde ich großartig, muss ich sagen. Ich habe tatsächlich auch einen Song, der mir musikalisch richtig gut gefällt. Der heißt Unterfickt und geistig behindert. der ist wirklich gut. Das ist total krass. Das ist so richtig, so ein bisschen, ich weiß nicht, da gibt diese Bands, die so 80s Elektro Zeug aber in modern machen und so klingt es irgendwie und das ist völlig ungewöhnlich für eine Hip-Hop-Kapelle. Also wirklich gut und da gab es so einige musikalische Überraschungen, wo ich dachte, Alter, das habe ich bei Hip-Hop wirklich noch nie gehört. Natürlich ist nicht typischer Hip-Hop, ne? Also weil typischer Hip-Hop hat halt stumpfe Texte und da geht's halt nur drum, wie geil die sind und wie illegal die alle sind. Und die machen sich eher über diesen ganzen Quatsch lustig und dadurch haben sie schon erstmal pauschal meine Sympathie und zwar komplett. War das der Ur-Hip-Hop und dann haben erst die ganzen kleinen Typen mit kleinen Schwänzen entdeckt, um ihre Teilmachtsfantasien auszuleben. Alle nicht verstanden haben und gedacht haben, das können wir doch auch. Also ich weiß nicht, ich finde bei denen wirklich sympathisch, die nehmen sich selber überhaupt nicht ernst, die nehmen sich selber total, weiß ich nicht, auseinander auch irgendwie und machen sich über sich selbst lustig und teilen halt total gegen die Leute aus, die in ihren Texten ständig irgendwelche homophoben und sexistischen Sachen sagen. Finde ich super. Die waren auch schon mal, weiß ich nicht, die haben auch, weiß ich nicht, Vorbild von den Ärzten waren sie auch schon mal und so weiter und so fort. Also die sind, glaube ich, auch über die Hip-Hop-Szene hinaus, vor allen Dingen, glaube ich, echt, wahrscheinlich, oder? Ich könnte mir vorstellen, dass der gemeine Hip-Hopper die total doof die Ironie nicht versteht oder doof findet. Genau. Ja, oder wahrscheinlich eine Mischung aus beiden, weil das eine bedingt wohl das andere auch. Das stimmt, ja. Insofern muss ich sagen, wirklich gut, hat mir echt richtig viel Spaß gemacht, das Album zu hören. Ich habe wirklich ganz, ganz oft lachen müssen irgendwie. Und das fand ich wirklich sehr, sehr erfrischend irgendwie, muss ich sagen. Und deswegen würde ich tatsächlich 4 blutende Ohren vergeben. Nicht 5, weil das ist natürlich überhaupt nicht meine Musik. Aber selbst in der Musik haben sie tatsächlich mich, zumindest in dem Unterfickt und geistig behindert, echt gekriegt. Irgendwie den fand ich echt gut. Also ja, nee, wirklich sehr hörenswert. Wer mal irgendwie lachen will, ist auf jeden Fall geil. Also ja, so ein Fischschuss. Ja. Na siehst du, da hatte Sven richtig Spaß bei seinem Hausaufgaben. Auf jeden Fall, ich fand es richtig spannend. Ja. Ja, guck mal, das ist aber auch, glaube ich, jetzt mein letztes Hip-Hop, also bis die wieder mal was Neues machen, wahrscheinlich das letzte, was ich nicht verreise. Insofern den ganzen restlichen Quatsch mache ich weiterhin nicht. Ja, schön. So, guck mal, haben wir das auch. Was macht man jetzt? Ja, das ist eine gute Frage. Schlag mal was vor. Soll ich mal die... Du hast so eine Schnellraterunde versprochen. Ja, die Anagramm-Schnellraterunde. Ja. Warte mal, da muss ich aber erstmal ein bisschen hier auf meinem Rechner brauchen wir dazu wieder eine Einführung oder ist das. Naja, es sind Anagramme. Die Isabel hat uns nämlich eine Anagramm-Schnellrunde geschickt. Brauchen wir unser Hirn jetzt, oder? Wahrscheinlich. Nein, sie hat ja schon gehirnt und die Anagramme für uns aufgestellt. Ach so. Also insofern ist das alles nicht so dramatisch. Aber was sollen wir damit machen? Jetzt sehe ich gerade. Das ist ja geil. Okay, das ist lustig. Also wir müssen müssen die Anagramme nicht selber rausfinden. Irgendwie. Ah, okay. Ja. Gott sei Dank. Ja. Müssen wir erklären, was ein Anagramm ist? Nee, oder? Müssen wir nicht, oder? Das weiß jeder. Ja. Ja. Das ist aber cool. Also krass.
Ja, das ist, schon mal. Ja, oder? Das muss man sich auch erstmal überlegen überhaupt. Ja, Mensch. Ja. Aber mir ist noch nicht ganz klar, was wir jetzt da machen sollen. Es ist eine normale Schnellraterunde, nur dass beide Wörter immer aus den gleichen Buchstaben bestehen. Ach so, genau. Okay. Und das macht's lustig. Ne? Das erste ist zum Beispiel Harfe oder Hafer. Genau. Das ist noch einfach, aber es kommen echt noch ein paar lustige Sachen, da muss auf man erstmal drauf kommen. Also, na, dann fangen wir doch mal an. Harfe oder Hafer? So, dann du. Ich denke Hafer, daraus kann man viele schöne Sachen machen. Ja, Milch, in der Milch ist auf jeden Fall besser Hafer als Harfe. Ja. Ich glaube, ich nehme auch Hafer lieber. Aber Harfe, Hafer. Ja, Hafer ist besser. Aber Harfe ist so ein schräges Instrument, das muss ich einfach cool finden, dass sich das ausgedacht hat. Wie bescheuert das klingt, wie blöd das aussieht, oder, wenn man das spielt. Also ich sag Harfe, aus Fun. Wir hatten tatsächlich mal einen Harfisten im, einen Harfisten im Studio. Harföhn. Das heißt so nicht, oder? Das ist der männliche Harfenspieler, der Harföhn. Ja. Genau, ich weiß noch nicht, wie Harfisten. Wo hattet ihr denn nur? Im Studio damals, als ich habe ja mal eine Zeit lang in so einem Tonstudio gearbeitet und das war sehr kultig irgendwie. Das, und der war auch sehr, sehr stolz auf sich. Nächste Frage. Achso, du hast Harfe genommen, wa, Jeans? Ich habe Harfe genommen, genau. Okay, dann Brei oder Bier? Dann würde ich doch zum Bier tendieren, denke ich. Weil, ja, ich muss da leider zum Brei tendieren, weil Bier trinke ich ja nun gar nicht irgendwie. Stimmt, dich sieht man nie mit einem Bier. Nee, krass. Mit einem Brei auch selten, aber allerdings schon eher. Ja. Aber also eher als Bier. Warten wir noch 10 Jahre ab. Ja. Ich glaube, das wird nichts mehr. Das ist beide in einem. Klar. Bierbrei? Ja, genau, schön Bierbrei. Weiter geht's. Yoga oder Goya? Krass, oder? Yoga. Yoga, ja, ich auch. Ja. Was ist ein Goya? Ein Maler, würde ich sagen. Echt? Wenn nicht eine andere Gymnastikart ist, die ich nicht kenne, aber ich denke, Goya ist ein Maler. Also Yoga klingt übelst anstrengend, deswegen nehme ich Goya auf Verdacht. Okay. Ohne zu wissen, was, wer oder wie und warum und überhaupt. Weil sie dumm sind. Wie würden der schreiben mit Y? G-O-Y-A? Ja. Dann ist es ein Maler, Maler sind doch cool. Ja, ist er auch. Aber ich male ja schon, deswegen nehme ich Yoga. Ich nehme Yoga, weil ich es gerne könnte. Alpen oder Nepal? Das ist geil, oder? Das ist auch cool, ja. Super. Ich würde Nepal nehmen. Ja? Oh, ja. Ich nehme Alpen. Ich bin bei Alpen. Warum nimmst du Nepal? Weil die Berge da höher sind und weil mir die Kultur da sehr gut gefällt und der Dalai Lama daherkommt und die Buddhisten und die Chinesen, die alten Drecksäcke, das annektiert haben. Deswegen Nepal. Die Chinesen meinst du? Ja, die Chinesen. Die Telekinesen. Jeans. Ich nehme auch Nepal. Seid ihr betrunken oder bin ich betrunken? Wir. Albern sind wir. Nee, Nepal klingt doch total spannend, oder? Das würde ich mir gerne mal reinziehen. Die Alpen sind auch geil, aber waren wir ja jetzt auch schon ein, zwei Mal. Ja, ich finde es realistischer. Aber egal. Koma oder Amok? Ach, ich denke Amok, da hast du mehr Spaß. Auf jeden Fall, oder? Also, ja. Definitiv, Amok. Ich muss jetzt an eine Schallplatte von Abwärts denken, aber so nicht schlecht. Amok, Koma. Vielleicht nehme ich beides von Abwärts. Gab es eigentlich schon mal einen Amoklauf auf so einer Waffenlobby-Sitzung? Das wäre doch mal cool. Ja. Da würde es auf jeden Fall mal, ich sag lieber nicht. Da würde es sich lohnen. Da wäre ich wieder gedisst hier. Und die richtige. Da würde es Sinn machen. Ich weiß. Böser Jeans. Ja, böser Jeans. Pasta oder Tapas? Tapas, echt? Ich bin bei Pasta, ganz klar. Ja, Pasta. Ja, sehr gut. Bei Tapas wissen wir mal nicht, was das alles so ist. Das vor allem ist so es voll fettig meistens. Hier in Spanien muss ich dir sagen, lieber Pasta. Das stört mir ja nicht. Das nächste ist ja auch schon mal schön, da freue ich mich jetzt schon. Tuba oder Taub? Dann lieber Taub. Genau. Ich glaube, taub finde ich jetzt für mich wirklich so mit das Schlimmste neben blind. Also lieber Tuba. Habe ich mal erzählt, dass ich wirklich mal einen Tuba spielenden Nachbarn hatte? heißt der eigentlich Tubisten? Ich glaube schon. Ja, aber? Tubende. Tubende. Ja, aber heutzutage Tubende.
Nee, aber das war lustig, weil bei meinem Einzug meinte ich so, hier, wenn es mal laut wird und bla bla bla, ach, kein Problem, ich spiele Tuba. Und das war so, okay, geil. Und das hat er natürlich auch immer Sonntagnachmittag gemacht, irgendwie, wenn so Totenstille im Haus war. Und auch ich fand das echt lustig, es war total beruhigend. Aber so ähnlich, wie das André gerade vorgemacht hat, klang das wirklich die ganze Zeit. Das ist echt ein lustiges Instrument. Auf jeden Fall. Ja. Mal so eine gute Laune. Beruhigend. Ja. Ja. Ich das nächste Mal Tuba, wenn ich Yoga mache. Das nächste ist auch sehr schön. Edelbrand oder Lederband? Das ist geil. Edelbrand. Dann nehme ich Edelbrand. Das klingt nach Alkohol. Ja, ja, Lederband kann man nicht. Aber Edelbrand, das klingt so nach Weinbrand irgendwie. Da muss ich sofort brechen. Aber kann man nicht auch andere Sachen brennen? Klare? Flüssigkeit? Hoffentlich. Obst, ja. Das ist bestimmt doch ein Edelbrand, ja, oder? Stimmt. Das ist auch eklig eigentlich. Ja, ist auch eklig, ja. Aber egal, ich nehme trotzdem lieber Edelbrand vor Leder. Lieber Edelbrand, ja. Jeans? Ich nehme das Lederband, weil wir heute über Billy Idol gesprochen haben. Ostrock oder Rostock? Rostock. Ja, ich auch dann lieber, auf jeden Fall. Ja. Rostock. Rostock. Ist auch genial. Beat-Gitarren oder Gartenarbeit? Was war das erste? Lead-Gitarren? Beat-Gitarren. Beat, wie Beat-Musik. Die Gartenarbeit. Also das ist auf jeden Fall das schönste Anagramm, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch zu toppen ist. Ah, da gibt's, da finde ich ganz viele irgendwie. Eigentlich das Nambo, stimmt, das nächste ist auch schon wieder cool. Ja. Also. Was hast du jetzt genommen, André? Gartenarbeit. Gartenarbeit. Ja, ich glaube, nehme ich auch lieber. Ja. Ach, ich mag Gitarren. Aber magst du ohne auch Beat-Gitarren? Gartengitarren, ich nehme Gartengitarren. Nee, dann nehme ich Gartenarbeit, okay. Kneif ich. Na dann Prenzlau oder Rapunzel. Das ist auch schön. Was? Das Pest geil. Oder Cholera, aber was ist... Ja, warst du ich schon mal in Prenzlau? War ich schon mal in Prenzlau? Aber ist eigentlich ganz schön, die Altstadt ist eigentlich ganz schön. Deswegen sage ich Prenzlau. Ich weiß ja nicht, ob ich schon mal in Prenzlau war. Ich war im Prenzlauer Berg, aber das ist ja nur der Berg. Also in Prenzlau, weiß ich nicht. Ja, ich sag Prenzlau. Dann sag ich das auch, unbekannterweise. Als to do. To go, vielmehr. Aber Rapunzel ist irgendwie auch cool, oder? Die Story da mit dem Riesenturm und den ewig langen Loten. Komm, das sag ich Rapunzel. Ja, aber da musst du da an irgendeinem zoppen Turm hochklettern oder was du da anstrengend. Sag mal Rapunzel, wie schön sich das ausspricht. Sag das doch mal. Rapunzel. Nee. Sag das jetzt. Du sagst es doch schon. Du sagst es doch schon. Rapunzel. Genau. Okay. Pass auf, das nächste ist Eifersucht oder Schufterei. Ist ja auch genial. Das sag ich Schufterei, weil Eifersucht ist irgendwie sehr unschön. Schufterei zwar hoch, aber... Ich wollte gerade sagen. Aber besser als Eifersucht. Da nehme ich, also da nehme ich oder, weil finde ich auch Bedet nicht gut. Ja, sage ich auch Schufterei, obwohl es auch scheiße ist, aber Eifersucht ist noch scheißerer. Du als Punk musst ja Schufterei sagen. Genau. Working class. Alles, was man anderen überlässt. Eifersucht und Schufterei. So. Genau. Landwein oder Leinwand? Ja, da muss ich ja Leinwand sagen. Obwohl ich dabei oft Landwein trinke. Schon beruflich. Ja. Ja, das ist für mich jetzt auch schwierig. Ich trinke keinen Wein und ich trinke keine Leinwand. Aber doch mit ordentlich Agavendicksaft trinkst du doch auch mal einen guten Weißwein, oder? Ja, wenn das süß genug ist, dann geht das schon. Ja, dann geht das schon. So ein Lafite Rothschild mit Agavendicksaft, der geht. Ja. Eiswürfel rein, fertig. Genau, irgend so weit. Ja, dann nehme ich lieber Landwein, weil ich glaube, wenn ich versuchen würde, irgendwas mit einer Leinwand zu machen, wäre das nicht, das will, glaube ich, niemand. Insofern, ja, nehme ich Landwein. Ja, Landwein, ganz klar, was ihr da so rumeiert, Mensch. Ja, wenn man den Wein trinkt, ist das schon so eine Frage. Redetempo oder Pedometer? Ich weiß ja nicht, was ist denn ein Pedometer? Klingt verboten auf jeden Schrittzähler? Fall. Schrittzähler? Nee, es wird nicht mit L geschrieben, aber tatsächlich hört sich so an, als wenn man es lieber nicht macht. Oder damit nichts Pedometer ist das ein Kinderzähler.
Kannst du, wenn du viele Kinder hast, schaffst du den Pedometer an, weißt du jederzeit auf die Uhr, fünf Kinder. Ah, genau. Ach komm, sag ich Pedometer. Das war auf jeden Fall eine geile Erfindung. Ja, für so diese ganzen Mittelalter-Bands irgendwie. Du weißt, wie viele Kinder du hast. Oder für einen Kinderzähler. Ach so, André hat einen Kinderzähler erfunden. Ja, genau, war eine schöne App. Der neueste Schreier. Sehr, sehr geil. Cool. Oh Gott, beim nächsten weiß ich gar nicht, was ist denn der zweite? Also ich stell mir immer noch Andres Kinderzähler in der Praxis vor. Wenn du eine Familie hast und hast fünf Kinder und hast das vergessen, ja. Und dann sagt mir irgendwie deine Freundin, warte, ich hol mal den Pedometer und dann scheiße, fünf. Scheiße, ich krieg einen Lachanfall. Oh, scheiße, fünf, da fehlt noch eins. Ich hab's gewusst. Mach mal weiter. Ja, das wird nicht viel besser. Komm, wir machen einfach weiter. Machen wir das nächste Jahr. Wer Jeep sich versucht zu beruhigen? Stulpen oder pusteln? Naja. Wenn du Pusteln hast, bist du wahrscheinlich froh, dass du Stulpen drüber ziehen kannst, aber ja, dann sag ich mal Stulpen, ja. Falls ich mal Pusteln kriege, da habe ich gleich mal zum drüberziehen. Theoretisch würde ich auch weder das eine noch das andere haben wollen, aber wenn ich die Wahl habe, dann nehme ich lieber Stulpen. Ja, die kannst du wieder ausziehen. Genau. Bei Pusteln wird es schwieriger. Jeans, bist du wieder am Start? Ja. Was nimmst du, Stulpen oder Pusteln? Mein Pedometer zeigt also, null. Also funktioniert noch. Das ist schön. Wo sind wir bei Stulpen? Ne? Bei Stulpen oder Pusteln? Ja, ich nehme auch Stulpen. Ja, besser. Editors oder Steroid? Das ist echt ein geiles Anagramm. Ja, also das nächste, das wird aber richtig krass. Und danach, da freue ich mich, das wird immer besser. Echt hart. Wie krass. Ich habe beim letzten Mal bei der letzten Schnellraterunde schon Editors genommen, dann nehme ich jetzt, komm, Steroid jetzt. Steroid, ja. Ich nehme Stereo. Nee, ich glaube, da nehme ich lieber Editors. Gibt es auch eine Band, die Stereoid heißt eigentlich? Oder geht es einfach nur um das Zeug? Ja, ich glaube. Okay, dann nehme ich Editors. Genau. Das nächste ist übrigens auch sehr geil. Hitparade oder Apartheid. Da muss man ja. Wir kriegen so viele böse E-Mails nach dieser Schnellraterunde, wisst ihr das? Ja, danke, Isabel. Wenn ich an Dieter Thomas Heck denke, sei Hitparade. Ja, ja, klar, Apartheid kann man ja nicht nehmen. Nee. Aus der PC-Ness heraus. Nee, Apartheid ist ja auch scheiße, aber dieses Anagramm zu bilden ist wirklich ein ganz großes Kino, ja. Das nächste ist auch sehr geil. Das ist auch schön. Messerstich oder Christmesse. Ach, da lasse ich mich, glaube ich, mit dem Messer ein bisschen stechen. Ja, ich auch auf jeden Fall. Messerstich. Das ist schneller vorbei als so eine Christmesse. So eine richtig schöne Messerstecherei. Ja, genau. Sven, während der Christmesse. Ich nehme auch Messerstich, natürlich. Mit Christmesse bin ich. Ach, so eine Christmesse würde ich mir auch mal reinziehen, so aus Spaß. Bin ja ein großer Weihnachtsfan. Ja, ich bin auch Weihnachtsfan, also mit dem aber. Jesu-Kind. Aber na dann. Ist auch schon irgendwie uncool, ne? Messerstich ist schon irgendwie mehr Punk. Und das nächste ist auch schon, das ist ja noch das letzte leider schon. Ja. Olympische Spiele oder miese Psychopille? Das ist geil. Dann nehme ich die Pille. Natürlich, klar. Dann nehme ich die Pille. Psychopille. Wie geil. Das ist dein Name, das hört sich schon geil an, du miese Psychopille. Also Isabel, achso, was hast du denn noch im Jeans? Nimmst du auch die miese Psychopille? Ich habe ja die miese Psychopille auf jeden Fall. Ja, klar. Ja. Klar. Isabel, da drängt sich mir noch die Frage Isabella, auf. Isabella, wir sagen die ganze Zeit Isabella. Das war aber Isabella. Isabella und Isabella. Da drängt sich bei mir die Frage auf, bei so viel Tagesfreizeit, was machst du denn da beruflich eigentlich? Stimmt. Ja. Stimmt, das musst du wirklich jetzt noch beantworten. Und warum gehst du nicht arbeiten? So alt, ja. Die Frage ist so alt, wahrscheinlich hörst du unseren Podcast gar nicht mehr. So wie wir hinterher Ja, wahrscheinlich. Ja. Das ist Interesse verloren. Falls du doch noch hörst, vielen, vielen Dank, war sehr, sehr schön. Auf jeden Fall. Genau. mein Gott, dann sind wir eigentlich auch schon fast echt faszinierend, dass wir immer wieder eine Stunde voll kriegen mit diesem Schwachsinn. Kurzer Blick aufs Pedometer ist 21:08 Uhr. 21:08 Uhr und wie viele Kinder hast du? Noch null. Ah, sehr gut. Ja. Guck mal.
Na dann. Schön, na, ja, schön. Krass. Wir haben eine neue Erfindung gemacht. Sehr gut. Genau. Also André, ja, ja genau. Schreib ja doch mal eine App. Also eine, die wirklich die wichtig ist. Ich werde gleich mal mit dem Patentamt mich genau kurz schließen. Sehr gute Idee. Sehr gute Idee. In den Pedometer. Ja. Demnächst im Handel dann. Ich halte dich auf dem Laufenden. Genau. Ja. Also gut. Na dann, dann einfach bis nächste Woche, wa? Oder was? Ja. Oder wie? Dann hören wir jetzt hier auf an der Stelle. Brechen wir hier einfach ab und dann genau machen wir nächste Woche. Bevor es noch schlimmer wird. Genau. Genau. Und dann haben wir wahrscheinlich auch dann endlich mehr Infos zum Streaming-Gig und Yeah, Streaming! Genau. Jeans versaut jetzt nicht auf den letzten Meter. Andere Konzerte geplant und so und das gibt es dann hoffentlich auch schon. Echt, neue ja Ideen. Ja, ja, also neue Ideen, nicht neue Infos. Ja. Genau, ja, na dann, habt eine schöne Woche allerseits und bleibt schön gesund. Und immer noch gesund, genau. Genau. Und dann legt euch wieder hin. Genau. Bis nächste Woche. Tschüssi. Bis dann. Tschüss. Tschüss.